noch horny. Aber die ist horny, die Katze aktuell, Jungs. Die hat Bock. Wir lassen Katzenbabys machen. Wir lassen Katzen. Was? Hä, hey, machen wir es echt jetzt? Ja. Ja, okay, komm, dann mach erstmal fertig jetzt. Können wir App spachteln? Was? Komm, das dauert eine halbe Stunde. Nein, das dauert. Fruchtige Grüße, ganz kurzer Einwand. Vergesst nicht zu abonnieren, denn wir sind auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Würde mich sehr freuen, damit ich endlich diesen YouTube-Button bekomme und ihn genau hier hinhängen kann. Bis dann, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Peace. Wow, 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 wow. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Können wir ganz kurz, Jungs, ne? Ganz kurz. Also, Jungs, direkt unter meinem PC-Tisch, ne? Da steht eine Verlängerungskabelleiste-Dings, ne? Und ich habe mich gerade so gestreckt, ne? Und bin mit meinem Fuß auf dieses Ausknopf-Ding gekommen. Und auf einmal war alles aus. Alles war aus, Digga. Und ich dachte mir so, warum nur ich? Ich dachte mir so, warum muss mir das passieren, Alter? Jo. Orange, yo. Ich spiele gerade Fortnite und habe einen Flow, denn mein Hype ist nicht vorbei. Ich spiele Fortnite und bin gerade fly. Mit meinem Gleiter habe ich keinen Ghostwriter, so wie Bushido. Yo, keine geilen Lines habe ich gerade. Meine Freundin hat nicht ihre Tage. Ich habe so viel Spaß gerade. Ich habe so viel Spaß beim Stream. Wie bitte, wo ich gerade streame? Auf twitch.tv/orangeimorange. Es ist gerade 12 Uhr Sonntag. Es ist der 3. Februar, okay? Und ich bin gerade live auf twitch.tv. Aber wenn ihr das gerade seht, das Video, kommt mal auf Twitch und wir haben Spaß. If you know what I mean. Wir haben ein bisschen Spaß zu zweit. Und hat mal gesagt, dass Rewe ein Ehrenmann. Ich bin von der Falle getötet worden, Kevin. Warum markierst du hier und landest du hier nicht? Du scheiß Nachbarn! Ich hasse dich, Alter. Ich hasse dich, Junge. Du bist der größte Mitspieler der Welt, Alter. Weißt du das? Boah, Bruder. Bruder, der hat in den Augen gebrannt. Das tut mir jetzt echt leid, Alter. Die Wohnung ist ein Witz, oder? Ach du Scheiße. Also ich möchte euch eine Sache sagen, was passiert ist. Und Maria meinte, sie würde erst Sonntag wiederkommen. Also ich dachte, sie würde erst Sonntag kommen, weil sie gesagt hat, sie kommt erst Sonntag. Dementsprechend sieht die Wohnung gerade aus. Und sie ist gerade gekommen. Ja, selber schuld. Ich gucke kurz die Strafenliste. Also Freunde, Wäsche auf dem Boden im Zimmer, Bad, 5 Euro. Okay. Nasse Handtücher auf dem Boden. Okay. Also okay heißt, ich muss bezahlen. Nicht geleerter Mülleimer. Ich habe ihn geleert. Ich habe ihn geleert. Und warum? Weil, ja, so auf Ehrenbruderbasis. Benutztes Geschirr im Zimmer, PC-Zimmer. Ist das dein Ernst mit der Wäsche? Die ist seit einer Woche nass. Die ist geschimmelt, die Wäsche. Ist das dein Ernst? Ich sollte die Wäsche rausräumen, wusste ich nicht. Du solltest, da hast du sie nass dahingelegt. Nee. Wer hat die denn dann da rausgeholt? Moritz, ich habe gar keine Wäsche rausgeholt. Seid ihr beide völlig bescheuert? Ich habe die nicht da rausgeholt. Was seid ihr denn für Vollidioten? Sorry, ich hab die nicht. Du bist erwachsen. Ich hab die da nicht rausgeholt. Ey Jungs, ich dachte, ich hätte ein geiles Wochenende, ne? Ich dachte auch, ich hätte ein geiles Wochenende. Dann hättest du sagen können, ich komme Freitag und ich komme Sonntag. Dann hätte ich aufgeräumt. Und dann hätte die Wäsche nicht geschimmelt. Ja, dann hätte ich die vielleicht nochmal gewaschen oder so. Du bist doch zu blöd zu allem. Mach jetzt aus. Arbeite gerade, Mann. Ich habe bis jetzt gearbeitet. Ja, jetzt kann ich ja nichts für. Und Lüfte, das stinkt hier drin, als wäre einer gestorben. Ja, ich bin ja auch gestorben. Bett nicht gemacht, Euro. Also ja, ich brauch... Also, die ganze Liste hast du nicht gemacht. Du hast weder Wäsche aufgehangen, noch hast du... Weil ich es nicht wusste, wurde mir nicht gesagt. Ich sehe nicht ein, dass du bezahlen... Weil du nicht gesagt hast, dass du heute kommst. Hahaha.
Genau, man macht immer alles auf den letzten Drücker. Nur die aller, so 1% kenne ich aus der Schule noch damals, der es wirklich mal sofort gemacht haben. So die Streber oder so, waren 90% der Klasse immer einen Tag vorher. So einen Tag vorher, wir hatten zu wenig Zeit. So, du hast 2 Wochen Zeit für Hausaufgaben, was du easy in 3-4 Tagen schaffst. Dann machst du es so in den letzten 2 Tagen und sagst du deiner Lehrerin, ja, viel zu wenig Zeit, ohne Scheiß. Viel zu wenig Zeit gehabt, ey, sie haben voll übertrieben. Meine ganze Wochenendplanung ist jetzt kaputt. Ich dachte so, boah, nice, chillen, entspannen, dies, das. Jetzt muss ich erstmal morgen die ganze Wohnung aufräumen. Mach die Tür sofort auf! Warum, was denn jetzt schon wieder? Ist das dein f***ing Ernst? Und ihr hier vor? Alles klar, Fortnite. Hallo? Ja, ich bin's, Kevin Wongers, ja. Kann ich bitte mit dem Fortnite-Manager sprechen? Genau, ich wollte mich wieder beschweren. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ah, nein, Frau Bruder. Ich will nochmal 20 Euro aufgelegt. Und das Farming hier. What? Und wo kam das? Alter, was? Alter, was? Wie viele Schüsse da? Ich hatte 50 Schild und 100 Leben. Ey, dafür bin ich doch gar nicht geschaffen für so eine Scheiße. So welche Baufights. Voll geil, ne, wie gerade eine Bühne aufgebaut wird. Shotgun vorne noch geil. Easy win. Easy win, Freunde. Safe. Easy win, Freunde. Safe. Können wir Sneaky versuchen? Hä? Hä? Mach's einfach nichts, ne? Also ehrlich, jetzt wird rasiert, ne? Ja, 9, der halbe, 2. Wow. Hä? Was ist denn los mit dir, Junge? Was war sein Plan? Hä? 30er Hit, das war eine Frechheit, ne? Was mach ich jetzt? Ich bin voll am Arsch. Okay, warte. Das war dumm, dass ich von mir gerade gespielt. Also ich kann die Runde safe gewinnen jetzt. Spring, du Sau! Ich hoffe, dein Ärmel wird, während du dir deine Hände wäschen hast. Ich hoffe, dein Ärmel wird, während du dir die Hände wäschen nass. Hä? Bruder, wir haben jetzt eine fucking blaue MP, es wird rasiert. Es wird rasiert. Dienstag habe ich Kreuzheben gemacht, also Rücken und so ein Shit. Mann, ey! Es wird rasiert. Puh, deutsche Twitch-Streamer-Attraktivität. Ich kenne halt, wie gesagt, überhaupt nicht so viele, ne? Also ich finde Moncho sehr attraktiv. Orange Moment ist auch ganz attraktiv, aber sagt's Maria nicht? Oh, wenn das Maria sieht. Oh, 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 oh.